GMP1TV bei Sprawl and Brawl 6 und Peter Bäumler an meiner Seite. Wie man sehen kann, der neue Titelträger. Du hast gegen Memogun gekämpft. Ja, wie hast du den Kampf selbst erlebt und wie froh bist du mit dem Ergebnis? Hallo Crown & Pound, hallo Elias. Ja, ich bin natürlich super froh, weil wir haben uns lange drauf uns vorbereitet, spezifisch vorbereitet. Dann ist ja Memogun kein unbeschriebenes Blatt. Das ist ja ein, so wie ich im Boxen, im K1, ist das ein ausgefuchster Hase. Wir wussten, es wird schwer, aber ich denke mal, wir haben das schön darauf zugearbeitet, dass halt der Sieg hinten raus ausspringt. Ja, hast du schön gesagt, zwei erfahrene Männer im Käfig und es ging teilweise am Anfang ganz kurz hin und her. Danach hast du übernommen und auch sehr souverän das Ganze ausgeboxt, sage ich mal, obwohl es ein Thai-Box-Kampf war, aber mit sehr vielen Fäusten, schöne Low-Kicks zwischendurch. Kurzweilig hat er auch ein bisschen gestrauchelt. Beintechnisch hast du da gemerkt, dass er vielleicht angeschlagen ist von den Low-Kicks? Ja, ich sag mal, Memo hat erstaunlich viel Low-Kicks von mir kassiert, hat wenig geblockt. Und ja, und dann wusste ich, dann geht's oben rum halt weiter. Meine Fäuste sind halt stark. Ja, du hast wenig riskiert, bist ein bisschen auf Distanz geblieben. War das so der Gameplan von vornherein, weil du wusstest, dass Mehmet gefährlich werden kann, wenn man in die Nahdistanz kommt? So sieht's aus. Wenn man 30 Jahre Kampfsport macht, wie ich, dann ist man auch irgendwo dann ein bisschen auf der sicheren Seite oder macht das Ganze sicher und lieber sicher nach Hause kegeln über die volle Distanz, als irgendwas brachial über die Biege zu brechen und dann halt wie damals 2013 K.O. zu kassieren. Und das wollte ich hier bei der Megabühne im Käfig in Berlin, in meiner, sag ich mal, Lieblingsstadt, nicht riskieren. Und deswegen Sicherheit. Und deswegen hat sich das alles gelohnt hier. Ja, hat geklappt. Der Plan ging auf. Es gab den einen oder anderen Niederschlag. Wie hast du es selbst erlebt? Und war dir klar, dass du vielleicht den Sack demnächst zumachen kannst? Zum Beispiel nach dem ersten Knockdown? Ja, ich sag mal so, man muss immer in dem Sport Schlag für Schlag, Runde für Runde, ihr kennt das bestimmt alle, darauf zuarbeiten. Wenn man, wie gesagt, zu überhitzt, danach steigt, kann es passieren, du kassierst selber einen Schlag und gehst dabei zu Boden. Also lieber, okay, er ging zu Boden, er macht weiter und dann geht so erstmal kampfmäßig weiter und dann guckst du halt, aus der Lockerheit kommt ja nicht die Härte und dann kannst du sowas auch mal K.O. entscheiden, wie ich es halt gemacht habe. Aber so gehst du nicht rein, weil wenn du so reingehst, ey, ich mach's mit Brechstange, dann kann es nach hinten losgehen, wie halt damals schon. Genau. So, Runde 5 war dann der Finish sozusagen. Die Zuschauer hatten also einiges zu sehen, als er dann zu Boden fiel und sichtlich sehr angeschlagen war. War dir klar, das war's? Ich glaube, das Ding hat echt gesessen. Das war eine richtig geile, gerade vom Kinn, also Lehrbuch. Jetzt mal kein Lob für mich, aber das Ding hat einfach gesessen. War genau auf die Kinnspitze und dann war Feierabend. Und ich habe auch mal kurz runtergeguckt und er wollte nicht wieder hoch, kam nicht wieder hoch. Aber trotzdem, ich muss dazu sagen, Respekt an Memo, dass ich gegen ihn kämpfen durfte. Respekt an Lito für die Veranstaltung. Ist einfach geil. Im Käfig, wer will das nicht? Ja? Das war damals schon so ein kleiner Traum von mir. Ich wusste immer, im Stand ist es halt schwer. Aber ich habe diese Bühne bekommen und Hammer, danke. Hammer an mein Team. Ja, geil. Ja, vielleicht noch ein paar Worte an Memogun. Der ist ja auch kurzfristig angesprungen, wie ihr mir gerade gesagt habt, circa 2-3 Wochen vor dem Kampf. Also wie schwer war das vielleicht auch aus deiner Sicht, um auf dich zurückzukommen, sich auf einen neuen Gegner vorzubereiten? Oder macht dir das nicht viel aus? Naja, es macht schon was aus. Memo ist ja ein kleiner, ich sage es mal, abgewichster Typ. Ne? Auch ein absoluter Fuchs. Der kämpft halt hier und da und dort. Überall hat gewisse Erfahrung. Ich zwar auch, aber ich bereite mich dann doch lieber spezifisch auf eine Sache vor. Und dann, wenn einer das so locker nimmt und mal ja, in den Ring steigt, ja, ich mache das. Denk so, okay. Dann hat man schon definitiv Respekt. Und wie gesagt, mein Respekt gilt Memogun, dass ich gegen ihn kämpfen durfte, dass er den Kampf angenommen hat. Ganz stark. Ja, abschließend noch die Frage von außen. Wie hast du es erlebt? Bist du zufrieden? Gibt es irgendwas zu meckern oder alles rundum positiv? Nee, alles super gelaufen. Vorbereitung war sehr konzentriert. Wir haben einen klaren Gameplan gehabt. Ich hätte vorher schon mal ein bisschen, dass er mit der Schlaghand gleich mehr kommt. Immer wenn er es gemacht hat, hat es gesessen. Aber wir wussten auch, Memo war bis zum Schluss immer gefährlich. Deshalb kein Risiko, Reichweite ausnutzen, hat er gemacht. Ein, zwei haarige Situationen waren dabei, aber alles überstanden, alles super. Ja, perfektes Schlusswort. Ich danke euch. Gratuliere dir nochmal, gratuliere dem Team. Und wenn du noch was auf dem Herzen hast, das letzte Wort überlasse ich dir. Ich widme diesen Gürtel meinen jahrelangen Boxtrainer Jürgen Knips aus Gera, der mich in Ronneburg mit 8 Jahren schon betreute.
ich würde mit diesem Gürtel meinem ganzen Team, alle, die mich jahrelang unterstützt haben und alle, die mich mögen. Huss. Danke euch. Danke. I'm in.